So Leute, beim heutigen Grundkurs im Fliegerbinder bei Fly Fishing Haas in Augsburg möchte ich mit euch eine ganz einfache Hecheldruckerfliege als allererstes binden. Diese Hecheldruckerfliege, die beinhaltet Bindetechniken, die fast bei jeder Druckerfliege angewendet werden kann. Ich nehme hierzu einen Druckerfliegerhaken der Größe 12, nehme einen Bindefader das Stärke 6 und mache die obligatorische Grundwicklung. Bis an der Hakenbogen nach hinten. Für das Schwänzchen nehme ich eine Feder aus dem Hörnerskalb her, fasse diese Feder zwischen Daumen und Zeigefinger, nimm mit der linken Hand dann eine schöne Portion Fibre und ziehe diese aus der Feder heraus. Diese Fibre bündel ich auf die richtige Länge. Setz die an, kontrolliere meine Länge, greif mit der linken Hand mit dem Daumen und Zeigefinger über und mach jetzt die lockere Schlaufe. Die lockere Schlaufe erfolgt so, dass ich mit Daumen und Zeigefinger direkt auf den Hakenschenkel das Federbüschel aufsetze, fahre mit dem Bindefaden zwischen Daumen und Zeigefinger und habe jetzt die sogenannte lockere Schlaufe und ziehe jetzt nur nach unten. Das wiederhole ich zweimal und ziehe wieder von oben nach unten. Wichtig ist, dass die Kraft nur nach unten auf den Hakenschenkel gezogen wird. Nur so ist es möglich, dieses Federbüschel richtig auf den Haken von oben aufzusetzen. Den Rest des Materials schneide ich ab. Und wind das an. Zum Dabber vom Körper nehme ich ein ganz normales anderen Dabbing her. Nimm hiervon sehr wenig vom Material. Setz es an den Faden an. Und hierbei ist es wichtig, beim Andabber vom Dabbing an den Faden, dass immer in die richtige oder in die gleiche Richtung gedreht wird. Habe ich dann einen sehr, sehr dünnen Dabbingstrang erzeugt, mache ich eine Wicklung nach der anderen nach vorne. Schaue, dass ich nach vorne einen konischen Körper hinbekomme. So, habe ich zu viel Material drauf, wird es einfach abgezogen und abgeschnitten. Was hierbei noch wichtig ist, die Proportion. Wenn ich hier die Hakenschenkellänge nehme, lasse ich hier für die Hechel ein Drittel frei, zwei Drittel nimmt die Körperlänge ein. Zum Einbinden von der Hechel gehe ich mit dem Faden ca. 1 mm vor das Hakenöhr, nehme hierzu wiederum eine Feder aus dem Hörnerskalb, die ich natürlich von der Fiberlänge auf die Hakengröße anpasse. Wichtig ist hier, dass ich die Feder erst ab der flaumfreien Zone verwende und diese Feder dann mit der konkaven Seite nach vorne mit der sogenannten Achterwicklung einbinde. Das heißt, erste Wicklung, zweite Wicklung, wie mit einem Achter gebunden, damit die Feder
schön gerade auf dem Schenkel fixiert wird. Den Federkiel lege ich nach hinten und binde ihn ein, damit die Feder einen richtigen Halt hat. Nimm jetzt hier eine Klemme, halte die Feder dazwischen und mach Strang und Wicklung, Umwicklung nach hinten. Binde die Feder jetzt ab . Schneid den Rest noch ab und sichere die Hechel nochmals mit einigen Windungen nach vorne angelangt. Mache ich einen Kopfknoten . Den ich 2 bis 3 Mal wiederhole. Schneide den Faden ab. Und ihr habt jetzt hier eine Druckerfliege, die als sogenanntes Grundmuster bezeichnet werden kann. Diese Fliege könntet ihr in verschiedenen Farben nachbinden. Viel Spaß dabei!